Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Natürlich auch unserem Cheftrainer Julian Nagelsmann. Julian, nach gut einer Woche, die wir jetzt hier zusammen sind, geht's los. Was ist dein Fazit von dieser ersten gemeinsamen Woche vor dem ersten Testspiel? Ja, schönen guten Tag. Alter. Schönen guten Tag. Ja, sehr positiv bis jetzt. Wir hatten noch keine schlechte Trainingseinheit, sondern im Gegenteil sehr, sehr, sehr viele sehr gute. Ist ja schon immer interessant, wie die Mannschaft so aus so einer, oder die Spieler aus so einer langen Saison kommen, wie fit sie sind, was sie für einen Eindruck machen, von der Frische her, von der Bereitschaft her. Da bin ich in allen Punkten eigentlich sehr zufrieden. Auch ja, ist deutlich positiver, wie ich es unter Umständen erwartet hätte, dass die ersten paar Tage schon ein bisschen zäh werden vielleicht, was auch normal ist und gar nicht vorwurfsvoll. Aber das machen sie sehr, sehr gut. Und ja, wir hatten in Weimar oder im Plankenhain sehr gute Bedingungen, haben hier sehr gute Bedingungen. Jetzt freuen wir uns, wenn am Dienstag dann die restlichen 4 Spieler noch kommen, wir komplett sind, aber außer die Stimmung in der Gruppe ist gut. Ist ja auch eine lange Zeit, wo man zusammen ist, da muss schon alles passen und bis jetzt ist es sehr gut. Dann eure Fragen gern. Wir starten mit Oliver Mucha. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Was können Sie uns denn über die Aufstellung morgen verraten? Wird es bis auf Rüdiger und Groß die Mannschaft sein, die Sie auch für das Spiel gegen Schottland schon im Kopf haben und wechseln dann nach und nach durch? Oder werden Sie die Belastung noch mehr verteilen morgen? Und daran anschließend, was ist mit Gruder und Reitz? Werden die auch im Kader stehen? Ja, ich werde jetzt nicht alles verraten, was die Aufstellung betrifft, aber generell versuchen wir schon, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das war auch der Sinn der Rollengespräche, die wir geführt haben, auch die Rollen in den beiden Testspielen noch einigermaßen durchzuziehen. Natürlich versuchen wir ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen auf die Spieler, die vielleicht ein paar mehr Minuten gesammelt haben in den letzten Wochen wie andere. Und wir werden sicherlich auch bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen früher wechseln, als wir es in einem Pflichtspiel dann machen würden oder als wir es dann machen würden, wenn wir gegen Schottland dann spielen. Aber klar, wir haben jetzt nicht eine Hülle und Fülle von Spielen zusammen und haben auch mit der Konstellation, wie wir jetzt gegen Frankreich und Niederlande gespielt haben, erst zweimal gespielt. Demnach brauchen wir schon noch ein bisschen Rhythmus. Klar, jetzt Anton Rüdiger und Toni Kroos, Fülle und Nico sind jetzt nicht dabei, das ist ja klar, die werden nicht spielen. Aber sonst versuchen wir schon, die gewonnene Stabilität in den beiden Spielen jetzt auch weiter auszubauen. Demnach wird es jetzt nicht unzählige Überraschungen geben, sondern die Spieler, die dann hinten dran am nächsten sind, die spielen für die, die eigentlich spielen würden. Und die beiden Jungen sind auch im Kader. Aber ja, Stand jetzt ist eine Einsatzzeit nicht ausgeschlossen, aber nicht ganz so leicht, weil wir schon einige Spieler dann haben, die mit den Hufenscharen auch Minuten sammeln wollen. Dann einmal hier Arne Richter. Hallo Nagelsmann. Können wir davon ausgehen, dass Manuel Neuer sein Comeback morgen geben wird? Und können Sie vielleicht ein bisschen was zu ihm sagen? Wie haben Sie erlebt? Seit Dienstag ist er, glaube ich, da, ist nach seinem Magen-Darm-Infekt. Ist er voll fit und bereit für die EM? Ja, er wird morgen spielen und macht einen guten Eindruck. Klar, so ein Magen-Darm-Erkrankung, die schlaucht immer ein bisschen, aber deswegen hat er auch die 1-2 Tage dann länger bekommen, um es absolut auszukurieren. Und er hat ja viele Spiele jetzt gemacht und ist im guten Rhythmus und hat auch im Training einen guten Eindruck gemacht. Und das Schöne ist, man muss ihm jetzt vom Spiel nichts erklären, das versteht er alles. Von dem er körperlich ist, auch in einer guten Verfassung, hat gut trainiert und wird morgen sicherlich auch ein gutes Spiel machen. Dann gehen wir auf die linke Seite und starten gut bei Florian Plettenberg. Danke. Julian, hast du schon eine Entscheidung getroffen, wer final dein Kapitänsteam bestimmen wird? Bleibt es bei Ilkay auf der 1? Wer ist die 2? Wer ist die 3? Wer ist die 4? Und könntest du noch mal einen Einblick geben in die Zimmeraufteilung? Kimmich hat das gestern angedeutet, dass die Positionen unter einem Dach wohnen. Was ist die Idee dahinter? Danke. Ja, die Zimmerteilung habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht, sondern wir haben so ein paar Ideen gehabt, aber ich habe die Zimmer der Spieler jetzt noch nicht besucht. Ich weiß gar nicht ganz genau, wer alles mit wem unter einem Dach lebt. Aber generell habe ich ja schon mal gesagt, dass so Pärchenbildung oder auch Positionsgruppen schon ganz interessant ist, sich auch dann berufsbedingt mal auszutauschen, vielleicht in einem dann privateren Kreis. Und ich glaube, wenn einzelne Positionsgruppen zusammen sind, haben sie ähnliche Probleme oder ähnliche Situationen,
den sie sich stellen müssen und können sich darüber austauschen. Und die Kapitänsfrage habe ich, glaube ich, schon mal im November gesagt, dass es alles so bleibt, wie es auch damals war mit Ilkay, mit Josh, mit Thomas. Einen vierten haben wir jetzt nicht bestimmt. Ich gehe schon davon aus, dass einer der drei auf jeden Fall auf dem Acker sein wird. Und wenn, dann werden wir das spontan entscheiden, wer der vierte ist. Aber die drei, die haben wir ja bestimmt schon im November und das auch so beibehalten. Ich habe das, glaube ich, auch im Vereinsfußball schon ein paar Mal gesagt, dass für mich das Kapitänsamt hat für mich aus Trainersicht ist nicht diese Riesenbedeutung, sondern ich spreche eh mit jedem Spieler und jeder Spieler ist Ansprechpartner von mir, sondern Kapitän ist immer auch ein Repräsentant der Mannschaft. Die Spieler sollen immer das Gefühl haben, sie können zu den drei gehen, das Gefühl haben sie und können, wenn sie irgendwas haben, was vielleicht nicht direkt mit dem Betreffenden besprechen wollen, es mit ihrem Kapitän besprechen, der dann auch ein Sprachrohr der Spieler ist. Ich habe nicht nur diesen einen Ansprechpartner, sondern alle. Aber die Mannschaft soll immer das Gefühl haben, wir haben auch jemanden, der unsere Interessen vertritt, wenn irgendwelche unangenehmen Themen auftreten. Und die drei machen das gut und haben das in der Vergangenheit gut gemacht. Und deswegen bleibt es auch so, wie es ist. Dann hier vorne Tobias Altscheffel. Servus, Julian. Der Joshua Kimmich hat gestern hier über eine Umfrage gesprochen, bei der es darum ging, ob mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen sollten. Er hat sich da sehr klar geäußert, hat gesagt, er findet die Fragestellung allein absolut rassistisch. War diese Umfrage bei dir, bei euch im Trainerteam ein Thema? Und ja, gut, ich glaube, deine Einstellung kennen wir, aber vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte dazu sagen. Vielen Dank. Ja, zu Beginn wollte ich einmal sagen, dass Josh, finde ich, herausragend gut darauf geantwortet hat. Mit einem sehr guten, klaren, meiner Meinung richtigen und sehr reflektierten Statement. Ich sehe es absolut identisch, dass ich allein die Fragestellung auch einen Wahnsinn finde, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen sowas, so eine Frage stellen. Wir haben kurz darüber gesprochen, als ich glaube, Franzi, am Montag war es, wo du mich informiert hast, war ich schon schockiert, dass sowas, so Fragen gestellt werden. Dass dann Menschen gibt, die darauf antworten, auch. Ja, ich sehe es genauso, dass es rassistisch ist. Ich finde, gerade vorhin, wo ich im Zimmer war, habe ich da kurz nochmal drüber nachgedacht und habe schon das Gefühl, dass wir mal ein bisschen aufwachen müssen. Es gibt einfach unzählige Menschen in ganz Europa, die flüchten müssen und auch in vergangenen Jahren flüchten mussten aufgrund von Krieg, wirtschaftlichen Faktoren, Umweltkatastrophen, was auch immer, die einfach ein sicheres Land suchen und die aufgenommen werden wollen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das machen wir auch aktuell. Und uns in Deutschland geht es einfach sehr, sehr gut. Und wenn wir sowas äußern, finde ich das ein Wahnsinn, wie verblendet wir das sind und solche Dinge einfach ausblenden. Und Josh hat, glaube ich, richtig gesagt, das habe ich auch schon oft betont. Eine Fußballmannschaft kann da schon ein großes Vorbild sein, wie man verschiedene Kulturen, religiöse Hintergründe, Hautfarben auch vereint in eine Gruppe, um gemeinschaftlich an großen Zielen zu arbeiten. Und das ist nichts anderes, betrifft die einzelnen Länder auf der Welt, die das tun müssen. Es ist schön, dass es, ich finde es immer skurril, wir fahren alle in Urlaub, um andere Kulturen kennenzulernen und dann kommen andere Kulturen hier rein und dann beschweren wir uns darüber. Das ist irgendwie skurril, dann kann ich auch nicht in Urlaub fahren, dann muss ich immer da bleiben, wo ich bin. Am Ende ist es doch schön, andere Kulturen kennenzulernen und sich zu vereinen und gemeinschaftlich an was zu arbeiten, jetzt im Fußball, in dem Fall jetzt um Europameister zu werden, und das ist eine tolle Sache. Und ich sehe es genauso wie Josh, ich will keinen dieser Spieler missen, die wir nominiert haben, auch keinen, den wir nicht nominiert haben. Es ist gut, wie es ist. Und wir spielen eine EM für jeden im Land. Ja? Und jeder, der Top-Fußball spielen kann, ist eingeladen, A-Nationalspieler zu sein und für sein Land alles zu geben. Und das machen wir. Und ich hoffe, nie wieder irgendwas von so scheiß Umfragen lesen zu müssen. Dann gehen wir in die zweite Reihe. Carlos Ubina und Günther Klein. Ist die dritte Reihe, sorry. Ja, danke, Herr Nagelsmann. Zurück zum Spiel und zur Innenverteidigung. Vielleicht können Sie ein bisschen ausführen, wie sich Waldemar Anton und Robin Koch präsentiert haben in diesen Tagen und wer eventuell von den beiden, sag ich mal, einen Schritt vorne ist für morgen. Ja, beide ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Ja, bei Waldemar ist so, finde ich, was ihn auszeichnet, ist ein richtiger Verteidiger, der aber dazu auch gute Offensivaktionen hat. Das ist ein echt guter Fußball, aber der einfach es liebt zu verteidigen, das findet man nicht mehr allzu viel auf dieser Position. Liegt auch ein bisschen an der Ausbildung, dass man natürlich viel in den vergangenen Jahren versucht hat, Innenverteidiger auszubilden, die eher Spielentwickler sind, Innenspielentwickler.
wie Zehner, die als Innenverteidiger spielen. Das ist sicherlich auch gut, wenn man viele Innenverteidiger hat, die auch Bälle in Halbraum spielen können oder diagonale Flugbälle spielen können. Aber manchmal ist es einfach, das habe ich schon oft gesagt, wenn man irgendwas tituliert, dann hat das schon oft einen Sinn. Und wenn die Position Innenverteidiger heißt, dann ist im Berufsbild der erste Punkt, wenn man so eine Stellenbeschreibung macht, zu verteidigen, und zwar innen. Wenn man offensiver Mittelfeldspieler heißt, hat man einfach eine andere Berufsaufgabe. Und das macht Waldemar sehr, sehr gut. Und bei Robin ist genauso. Ich finde, er fügt sich super in die Gruppe ein. Hat ja bei den letzten Maßnahmen nicht gespielt, hat sich das aber nicht anmerken lassen. Das ist ein guter Typ, der der Gruppe gut tut, der auch ein Verteidiger-Gen hat, der eine gute Körperlichkeit reinbringt, aber auch mit seiner Rolle sehr, sehr gut umgeht. Morgen wird Waldemar beginnen mit Jona, vielleicht den Tick vorne dran. Hat eine unglaublich starke Saison gespielt, aber ich bin froh, dass wir beide haben. Und dann schauen wir, dass es morgen jetzt Waldi genauso gut von Beginn an macht, wie es beim VfB die ganze Saison über gemacht hat. Herr Nagelsmann, Sie sagten ja, Manuel Neuer ist fit im Rhythmus und man braucht ihm das Spiel nicht erklären. Wie sehen Sie denn seine Form und seine Performance der letzten Wochen? Es gab ja auch kritische Stimmen dazu und es gibt ja auch Daten, auf die man zugreifen kann. Und da haben ja die Anbieter festgestellt bei den Post-Shot-Expected Goals, dass er ja doch eine deutliche Underperformance hingelegt hat in den letzten Tagen, Wochen. Ja, ich finde, man muss immer so ein bisschen berücksichtigen, in der Beurteilung von einer Leistung, wenn man eine lange Verletzung hat, ist so eine normale, ja, das zeigen Statistiken bei Feldspielern, bei Torhütern, normale Entwicklung, dass du nach deiner Verletzung relativ lange ist, beim Torwart ein bisschen länger dieser Zeitraum, aufgrund ein Tick weniger körperlicher Belastung bei dem Spieler, aber du hast beim Torwart relativ lange Phase, wo es sehr, sehr gut ist, dann hast du eine Phase, wo du dich ein bisschen stabilisieren musst, wo sich alles wieder findet, wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt. Ich finde, er hat eine gute, stabile Saison gespielt in Anbetracht dessen, was da war. Und am Ende habe ich großes Vertrauen in ihn, weil er einfach nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt ist, fußballerisch, aber auch was das Halten angeht. Er hat nach wie vor diesen kindlichen Spieltrieb, das ist für mich der größte Indikator, zu sagen, man kann in einem gewissen Alter immer noch perfekt Fußball spielen, wenn man diesen Spieltrieb noch hat, den hat er. Er ist unglaublich aktiv, immer auf dem Trainingsplatz, will viele Bälle haben, versucht, alles zu halten, was zu halten geht. Und er wird eine sehr gute EM spielen, da bin ich mir sicher. Er brennt darauf, erfolgreich zu sein mit uns im Nationalteam. Und da ist mir relativ egal, wie die Statistiken sind. Ich weiß, dass die Statistik nach der EM gut sein wird. Und aufs Lesen dieser Statistik freue ich mich dann nach der EM. Dann noch einmal links, gehen wir zu Antenne Bayern. Antenne Bayern. Grüß Gott und servus, Herr Nagelsmann. Kevin Schexen von Antenne Bayern, richtig gehört. Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Sportlich wird es jetzt langsam ernst. Und in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen kommen immer mehr EM-Songs auch raus. Da gibt es natürlich den offiziellen und dann gibt es welche, die Spieler besingen. Niklas Füllkrug zum Beispiel. Oder wir haben auch einen rausgebracht. Wir holen ihn heim, heißt, da geht es natürlich um den EM-Pokal. Kursieren die teilweise schon in der Mannschaft? Kann sowas noch mal einen Push geben beim Turnier, und haben Sie vielleicht den einen oder anderen auch schon gehört und haben den Favoriten? Ich weiß gar nicht genau, was alles in den Mannschaftskreisen läuft für Musik. Jetzt im Speiseraum läuft immer die Playlist von Anton Schmaus. Das ist jetzt eher 80er, 90er, aber schön. Ja, zum Essen finde ich ganz gut. Ich selber habe natürlich ein paar EM-Songs habe ich schon gehört. Habe jetzt ehrlich gesagt keinen richtigen Favoriten. Generell glaube ich, dass Musik immer ein Faktor sein kann, der einen pushen kann, der einen motivieren kann. Es ist nur schwer, bei so vielen Menschen dieses eine Lied zu finden, was allen gefällt, ist nicht ganz so leicht. Deswegen geht die Tendenz immer eher hin zu diesen Mickey-Mäusen, dass jeder seine Lieder hört, die ihn dann auch triggern. Ich habe auch meine, die mich triggern. Da wird sicherlich auch der eine oder andere EM-Song dabei sein. Und wenn ich einen Favoriten habe, dann werde ich es Antenne Bayern melden. Da können das auch öfter spielen, dass ich es auch öfter hören kann. Dann gehen wir einmal ganz auf die andere Seite, hier vorne. Herr Nagelsmann, Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Bedingungen hier. Jetzt sind einige Spieler zum ersten Mal mit dabei. Innerhalb dieser kurzen Zeit, wie trägt der Homeground zum Teambuilding bei und wer blüht vielleicht am meisten auf? Ja, der Homeground ist kompakt.
Allein deswegen hast du schon viel Kontakt mit allen, auch untereinander, die Trainer mit den Spielern. Man kann sich einen Tick schwerer aus dem Weg gehen wie in Blankenhain. Das ist dann in Phasen, wo es gut läuft, sehr gut. Aktuell läuft es gut, von dem her ist es auch schön, dass man sich jeden Tag sieht. Ich habe gestern tatsächlich, glaube ich, das erste Mal in meiner Amtszeit hier, aber auch generell als Trainer, erlebt, dass eine Mannschaft komplett ein Spiel anschaut. Das habe ich noch nie gehabt. Also auch, es gab auch schon, ja, wenn jetzt Champions League spielst, Mittwochs und Dienstagabends meist gute Spiele. Da war, wenn es hochkommt, mal drei Spieler, aber normalerweise einer, zwei. Gestern saßen wir eine Stunde vorher schon da und da habe ich mir schon gedacht, okay, ist hier das Gleiche. Da waren zwei Spieler da und das Trainerteam. 20 Minuten später waren alle da gesessen und das ist schon ein Indikator dafür, dass auch der Homegrown seinen Teil dazu beiträgt, dass sich die Mannschaft ja, gut zusammenfügt. Als ich jetzt gerade hier rein bin in den PK-Raum, habe ich mir gedacht, also gar, allzu viel schlechte Artikel dürfen da nicht rauskommen, ne? Weil ich habe so schlechte Bedingungen, habt ihr auch nicht. Also das ist ja Wahnsinn hier mit Tischtennisplatte und 1000 Getränke und Stühle, Lounge. Also schon auch für euch jetzt nicht so schlecht. Wir bemühen uns um gute Leistungen und gleiches erwarte ich auch von euch, bemüht euch um gute Presse. Sonst bauen wir die Stühle alle wieder ab, da hinten. Gibt Stehplätze. Hartmut Scherzer hier vorne. Ich komme hier rüber. Guten Tag, Herr Nagelsmann. Ich habe eine etwas übergeordnete Frage. Vor genau einem Jahr hat der DFB für sein 1000. Länderspiel mit Bedacht die Ukraine eingeladen. Jetzt meine Frage, besteht diese Symbolik der Verbundenheit mit dem kriegsgeplagten Land auch morgen über den Testspielcharakter hinaus und generell für die ganze Europameisterschaft? Danke. Ja, ich glaube, man liest ja immer wieder, dass da habe ich auch einige Aussagen meines Trainerkollegen Sergej Rebrov gelesen, dass ja, die Nationalmannschaft der Ukraine vor allem auch die Spiele nutzen will und ein bisschen Ablenkung den Menschen in ihrem geplagten Land zu geben. Und ich glaube, das steht auch morgen über allem. Natürlich, glaube ich, beide Teams wollen sich auf die EM vorbereiten, aber das eine bedingt ja auch das andere. Wenn auch die Ukraine morgen alles reinwirft, das Gleiche, was wir auch machen werden, dann werden wir uns auch beide gut vorbereiten können und hoffentlich kann die Ukraine auch ja, unabhängig vom Ergebnis des Spiels morgen und auch unabhängig vom Ergebnis der Spiele bei der Europameisterschaft ja, ein Stück weit für Ablenkung sorgen, wenn das möglich ist. Ich glaube, da ist der Fußball ja schon ein Faktor, der den Menschen helfen kann, zumindest für diese 90 Minuten plus X, an ein bisschen andere Dinge zu denken. Und natürlich auch morgen, ich glaube, das darf man und kann man nicht ausblenden, was in dem Land passiert. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass es ein interessantes und gutes Spiel wird, sodass die Menschen in der Ukraine eben diese 90 Minuten haben, an denen sie sich erfreuen können. Wie gesagt, ich glaube, das sollte unabhängig vom Ergebnis sein. Wir versuchen schon zu gewinnen. Gleiches wird die Ukraine auch machen. Aber ich glaube, die Aussagen, die mein Kollege da trifft, die sind genau richtig. Alles dafür zu tun, dass es mal 90 Minuten gibt, die nicht von Leid geprägt sind, sondern von schönen Momenten. Daran anschließend, bevor wir vielleicht noch zwei deutsche Fragen schaffen, are there questions from our guests? Dann machen wir noch mit zwei Deutschen weiter. Einmal hier vorne Stefan Kumberger in der Mitte. Ja, hallo. Herr Nagelsmann, gestern beim Champions-League-Finale hat sich ja der Schiedsrichter auf gar keine Diskussionen eingelassen. Wie ist es bei Ihnen angekommen und wie sind da Ihre Befürchtungen bezüglich der EM? Weil da soll ja nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen. Ja, wir hatten einen Workshop in Düsseldorf, wo wir über die Regelanpassungen informiert wurden. Generell, das mal vorneweg, finde ich die Regel gut, sehr gut. Es wird einfach zu viel gelabert im Fußball, auch von mir. Also es ist nicht nur Spieler, es ist auch bei mir so. Es ist vielleicht ein Tick spät. So, das war jetzt das erste Spiel, wo es auffällig war, dass diese Regel schon Anwendung findet. Das ist natürlich schon nicht so leicht für Spieler, die jetzt jahrelang an einer gewissen Verhaltensweise schon gewöhnt sind, ob jetzt gut oder schlecht. Ich sehe es eher schlecht, aber es ist halt, wie es ist. Das dann komplett in so einem Turnier zu ändern, weil natürlich auch Sperren dann drohen und so weiter, ist nicht so ganz leicht. Die haben die Spieler schon sensibilisiert und wir werden auch eine Schiedsrichterschulung haben, wo Herr Rossetti nochmal kommt und uns nochmal alles erklärt, wo er es nochmal sensibilisiert, wie es auch
wie es auch gehandhabt wird. Wir haben die Spieler schon informiert, einfach, dass sie jetzt auch in den beiden Testspielen das schon mal umsetzen können, dass wir da keine unnötigen Sperren oder unnötigen gelben Karten, die natürlich auch ein Spiel beeinflussen, innerhalb eines Spiels bekommen. Aber es wird manchmal vielleicht nicht vermeidbar sein. Ja, das kann man immer sagen, Fußball ist ein Emotionssport und das lebt auch davon. Ich fange mal bei mir an, ist ja auch so, ich weiß, dass eine gelbe Karte aus Trainersicht ist unfassbar teuer bei der EM. Allein schon aus monetären Gesichtspunkten sollte ich mich zurückhalten, aber auch was Vorbildfunktion geht, ich kann es nicht immer, ehrlich gesagt, weil ich habe halt den einen Faktor der körperlichen Verausgabung nicht so. Manchmal ist es so, wenn man richtig platt ist, dann kommen auch die Emotionen nicht so zur Geltung. Ich bin immer relativ fit in der Coaching-Zone natürlich, weil ich nicht laufen muss, dann bin ich schon nochmal sehr emotional. Aber ich versuche mich da zurückzuhalten, um einfach den Spielern auch ja, das richtige Signal zu geben. Generell finde ich es gut, dass es einen Ansprechpartner gibt für einen Schiedsrichter im Sinne des Sports, dass die Netto-Spielzeit halt irgendwie von 53 Minuten auf 70 hochgeht. Das wäre schön, weil am Ende wollen wir alle Fußball spielen. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen Moment brauchen, bis sich alle daran gewöhnt haben. Der DFB bedankt sich auch, wenn du dich zurückhältst. Dann einmal Markus Bark noch und Oliver Hartmann. Ja, Herr Nagelsmann, ich hätte gerne mal eine Frage, die eigentlich im Laufe so eines Trainingslagers immer früher gestellt wird. Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen jetzt in den Tagen der Vorbereitung noch bis zur Eröffnung und was wollen Sie schon morgen davon sehen oder wo legen Sie morgen im Spiel dann schon einen Schwerpunkt? Ja, wir haben Spiel im letzten Drittel trainiert, Umschalten nach Ballverlust trainiert, natürlich auch Spieleröffnungen in verschiedenen Ordnungen trainiert. Generell würde ich gerne alles sehen, was wir in der Woche jetzt trainiert haben. Und in der nächsten Woche haben wir tatsächlich nur eine richtige Einheit mit allen, weil wir morgen spielen, Dienstag ist dann Wettkampfersatzregulation, Mittwoch ist dann die eine Einheit, Donnerstag ist schon wieder Abschlusstraining. So ein bisschen die Testspielansätze Montag, Freitag ist für die Trainingswoche natürlich nicht ganz optimal. Und dann nach dem Griechenland-Spiel sind es ja, 1,5 freie Tage für die Spieler, wo sie nochmal durchschnaufen können, nochmal zu ihren Familien können. Und dann haben wir eine Woche Vorbereitung auf Schottland, wo wir natürlich wiederholen. Wir werden jetzt auch in dieser Woche, die jetzt kommt, nichts Neues machen, aber die Dinge, die wir schon trainiert haben, nochmal trainieren und verstärken. Und dann natürlich dann Richtung Schottland geht es dann schon spezifisch auf die Gegnervorbereitung in gesplitteten Trainingseinheiten, was Offensive, Defensive angeht, um uns da einfach einen guten Plan zurechtzulegen, der uns verhilft, 3 Punkte im Öffnungsspiel zu holen. Und zum Abschluss. Herr Nagelsmann, Pascal Groß kommt gleich nach Ihnen aufs Podium. Ist er derjenige, der morgen die Planstelle von Toni Kroos einnimmt? Und gibt es außer Leroy Sané in Ihrem Kader noch jemanden, für den morgen das Spiel zu früh kommt? Nee, Stand jetzt sind alle gesund. Pascal hat ein bisschen Probleme mit der Wade, aber das hat sich jetzt gut entwickelt die letzten Tage. Ja, wird die Position einnehmen. Ich habe schon oft gesagt, das ist ein herausragend guter Spieler, der alles von dem umsetzen kann, was wir sehen wollen. War lange Zeit, finde ich, viel zu deutlich unterm Radar für das, was er kann und für das, was er auch mit dem Feedback, mit dem Trainer, kann mit ihm immer Fußball sprechen, ist Fußball verrückt, Fußball begeistert und macht bei uns einen sehr guten Eindruck, genauso wie es auch bei Brighton getan hat über die Jahre. Und von dem her wird er morgen, da bin ich mir sicher, ein herausragend gutes Spiel machen. Ich sehe dich da hinten im Augenwinkel. Ich setze ihn nicht unter Druck, aber ich erwarte schon einiges, aber ich weiß, dass du es erfüllen wirst. Dann danke für diese Bühne. Wollt ihr einfach unkompliziert tauschen? Gern. Genau, kannst direkt hier. Hallo. Hi Pascal, also kein Druck, aber das Lob vom Bundestrainer gab es schon. Was hast du dir denn vorgenommen für das Spiel morgen? Ja, ich glaube, es sind noch 2 Spiele bis zur EM. Deswegen ist es ein wichtiger Test für uns gegen einen guten Gegner. Wir wollen gute Spiele abliefern und auf der Gewinnerstraße bleiben. Dann eure Fragen an Pascal Groß gern. Wir starten hier ganz links mit Christian Falk.
Pascal, hier soll ja ein bisschen das EM-Feeling entstehen. Ihr habt ja diese Häuser bezogen, 4 Mann passen ja rein. Kollege und ich dürfen immer Probe schlafen. Kannst du schon mal ein bisschen erzählen über deine WG und wie das WG-Leben so ist? Mit wem teilst du es so und wie ist die Stimmung? Ja, also erstmal ist der Homeground super, weil wir alle echt nah beieinander sind, haben einige kleine Häuser, aber so ein, ja, rund um den Pool, um den Essensraum ist es ja, ist viel Gemeinschaft, viele Spiele, wo wir viel Zeit miteinander verbringen. In meinem Haus sind die Mittelfeldspieler, glaube ich zumindest, bisher sind nur 3 da. Ich glaube, dass das letzte Zimmer Toni beziehen wird. Und ja, aber das sind, wenn sie schon da waren, sind es mehr Zimmer zum Schlafen. Und dann, wenn man aus dem Zimmer geht, ist da kein Gemeinschaftsraum, sondern dann trifft man sich unten mit den anderen Kollegen. Dann gab es dahinter eine Frage. Günther Klein. Ja. Ja, Pascal, Sie haben ja die Ausführungen von Julian Nagelsmann zu den Regelneuerungen mitbekommen. Wie finden Sie das, dass das Gespräch mit dem Schiedsrichter, dem Kapitän, vorbehalten ist? Und müssen Sie sich im Zaun halten? Sind Sie einer, der gerne auch hingeht und Schwierigkeiten hat, sich umzugewöhnen? Also grundsätzlich finde ich das sehr gut. Ja, ich bin ein Kandidat dafür, aber ich bin ein Freund davon, wenn was umgesetzt wird, dass es konsequent umgesetzt wird, dass es für alle das Gleiche ist. Und dann bin ich mir auch sicher, dass ich das hinbekomme, weil wir hatten eine ähnliche Regeländerung, ein bisschen ein anderer Ansatz in England. Ich bin einfach nur ein Freund davon, wenn Sachen geändert werden, dass sie konsequent und für alle gleich umgesetzt werden. Dann hier in der Mitte, Klaus Bergmann. Wie machen Sie denn morgen dann den Toni Kroos? Das wird nicht möglich sein, aber ja, ich vertraue in meine Stärken. Ich probiere ihn morgen gut zu ersetzen, ein gutes Spiel zu machen, der Mannschaft mit meinen Stärken zu helfen, das Spiel zu gewinnen. Da habe ich großes Vertrauen auch in meine Stärken und in meine Kollegen, dass wir das schaffen werden. Dann haben wir hier vorne nochmal die Bild-Zeitung, Tobias Altscheffel. Hallo Pascal, der Julian Nagelsmann hat ja gerade ein bisschen erklärt, wie du deine Karriere über immer ein bisschen unter dem Radar geflogen bist. Hast du das selbst so empfunden? Also hast du dir gedacht, könnte schon mal jetzt passieren, dass ich eingeladen werde? Wie war das, dass du erstmals vom DFB gehört hast? Und ja, teilst du diese Wahrnehmung, dass deine Leistungen eigentlich zu wenig Beachtung gefunden haben? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich hatte einen sehr speziellen Weg über Ingolstadt nach England. Ja, aber der Funke Hoffnung, dass ich irgendwann einen Anruf bekomme, hat mich persönlich immer angetrieben, gute Leistung zu bringen. Da gibt es noch andere Beweggründe, wieso ich immer dran geblieben bin. Die Liebe zum Fußball ist bei mir extrem. Mir macht es unglaublich viel Spaß, jeden Tag zum Training zu fahren. Deswegen weiß ich, dass ich da ein großes Glück habe, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Aber dass ich jetzt hier sein darf, erfüllt mich extrem mit Stolz. Dann hier vorne Martina Knief. Danke, Herr Groß. Spiele gegen die Ukraine sind seit 2 Jahren ganz besondere Begegnungen über den Fußball hinaus. Was bedeutet für Sie so ein Spiel gegen die Ukraine und wie schätzen Sie den Gegner morgen sportlich ein? Ja, da haben Sie recht. Natürlich fühlt man mit der Ukraine mit. Es ist sehr emotional. Ich hoffe, dass wir den Menschen dort für 90 Minuten eine schöne Zeit geben könnten. Einige Sportler, auch die Ukraine hat ja einige tolle Athleten, probieren im Heimatland in schwierigen Zeiten so ein paar Glücksgefühle zurückzugeben und ziehen da draus eine große Motivation, was ich sehr toll finde. Sportlich schätze ich sie sehr gut ein. Ich kenne einige Spieler aus England mit Mudrik, Zinchenko und Mikolenko und auch die Jungs von Girona. Ja, sind alle sehr gute Spieler, sind sehr gefährlich. Wir müssen sehr, sehr gut spielen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Dann wechseln wir einmal die Seite, Henrik Jacobs. Ich
Moin Pascal, du wirst ja wahrscheinlich morgen an der Seite von Robert Andrich dann spielen. Er hat eine ähnliche Spätstarter-Karriere hingelegt wie du. Wie hast du seine Karriere in den vergangenen Jahren verfolgt und was sagst du zu seiner abgelaufenen Saison? Ja, ich kenne ihn schon länger. Wir haben auch einen gemeinsamen Freund, wo sie zusammen bei Union Berlin gespielt haben. Rob, glaube ich, was er auf dem Spielfeld verkörpert, so hat er sich seine ganze Karriere über nach oben gekämpft, ist für mich ein Top-Spieler, der jeder Mannschaft gut tut, um Spiele zu gewinnen. Ist ein absoluter Siegertyp. Und was war der Rest der Frage? Hast du, glaube ich, ganz gut beantwortet. Ah, seine letzte Saison, genau, das war, was gefehlt hat. Ja, die war natürlich überragend. Da kann man Leverkusen nur gratulieren zum Double. Sie haben es herausragend gemacht und Rob auch. Dann Jan-Christian Müller direkt dahinter. Herr Groß, Eintracht Frankfurt hofft darauf, Sie holen zu können, um einer sehr jungen Mannschaft Stabilität und Erfahrung zu geben. Hat die Eintracht eine Chance? Grundsätzlich habe ich immer gesagt, dass ich offen bin, wieder nach Hause zu kommen, nach Deutschland. Aber zu irgendwelchen Gerüchten will ich mich hier heute nicht äußern, weil es geht um die EM und da liegt mein klarer Fokus drauf. Dann Klaus Bergmann. Herr Groß, das ist ja irgendwie neu, dass ein Bundestrainer so klare Rollengespräche schon weit vor einem Turnier führt. Also jedem sagt, du bist was weiß ich, du bist eher gesetzt, du bist da. Haben Sie das schon mal erlebt und haben Sie da erstmal schlucken müssen und wie haben Sie das dann für sich akzeptiert? Also ich habe es als sehr positives Gespräch wahrgenommen. Ich bin ein Spieler, glaube ich, der sich probiert, gut einschätzen zu können. Ich habe das sofort akzeptiert und auch verstanden. Andersrum weiß der Bundestrainer ganz genau, dass ich jeden Tag im Training am Anschlag trainieren werde für den Zeitpunkt, wenn ich gebraucht werde. Ich bin hier voller Stolz und auch dankbar und habe das als sehr positiv wahrgenommen. Dann haben wir zum Abschluss noch Florian Plettenberg. Pascal, kannst du uns mal einen Einblick geben, wie teilt sich das Trainerteam auf? In der Moderation, im Inhaltlichen, welche Rolle hat Julian Nagelsmann, welche nimmt Sandro Wagner ein, welche Rolle hat Benjamin Glück, der ja auch im Publikum sitzt? Das wäre super, wenn du uns da mal ein paar Details liefern könntest. Danke. Ja, also Benji super an der Gitarre, habe ich heute erfahren. Julian ist der Cheftrainer. Mit Sandro leiten sie das Training auf dem Platz. Benji ist das Adlerauge von außen, wo alles analysiert und uns da direkt am Platz auch gutes Feedback geben kann, was wir besser machen können. Und ich glaube, sie ergänzen sich sehr gut. Und viel mehr weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Dann danke euch. Danke dir, Pascal. Und wir freuen uns auf ein schönes Spiel morgen. Schönen Tag.